Und als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Beer für die Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nun haben wir die Briten doch verloren in der Europäischen Union. Kollege Wagner hat schon darauf hingewiesen, wir haben uns das fraktionsübergreifend anders gewünscht. Wir bedauern diesen Austritt, insbesondere eines Partners, der immer ein wichtiger Partner war für die Bundesrepublik Deutschland, wenn es um Solidität, um Wettbewerbsfähigkeit und klare Ordnungspolitik im europäischen Kontext ging. Aber, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Möglichkeit der Entscheidung ist in den europäischen Verträgen angelegt. Es ist die freie Entscheidung eines Volkes, diesen Weg zu gehen. Und deswegen finde ich, dass es fehl am Platze ist, hier mit erhobenem Zeigefinger zu agieren über die Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit einer solchen Entscheidung, so wie wir das bei Herrn Schulz oder Herrn Gabriel und heute beim Kollegen Wagner gehört haben. Ich glaube, ja, aber Herr Kollege Wagner, wir waren doch alle anwesend, wie Sie über die Diskussionen das andere hergezogen sind. Ich glaube, dass das gerade die Seite stärkt, die für diesen Austritt gekämpft hat, die austreten wollen, mit einer derartigen Arroganz über eine solche Entscheidung hierher zu ziehen. Nein, es geht nicht um Nachtreten, Herr Kollege Wagner. Ich glaube, dafür sind die Briten auch außerhalb der Europäischen Union ein zu wichtiger Partner, ein zu wichtiger Markt für viele, auch hessische Unternehmen, die Briten als Handelspartner auch zukünftig gerne haben möchten, die sich die Frage stellen, wie sie jetzt hier eben Zugang haben können, auch zu diesem britischen Markt, und wie es ihnen möglich ist, Waren und Dienstleistungen ohne die Belastung durch große Zölle oder auch die Frage von Bürokratie weiter in diesem Markt abzusetzen. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir gestern von der designierten Premierministerin Theresa May gehört haben, dass sie jetzt Klarheit schafft bezüglich des Obs, des Ausscheidens aus der Europäischen Union und dass es nun darum gehen muss, das Wie zu verhandeln, sobald die Notifizierung des Artikel 50 eingereicht ist. Eine Verhandlung, die fair, aber gleichermaßen zügig in meinen Augen zu erfolgen hat, um die Modalitäten sowohl des Austritts als auch die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union klar zu regeln. Und lassen Sie mich für die Freien Demokraten an dieser Stelle feststellen, dass für uns klar ist, dass es hierbei keinen Britenrabatt geben kann. Das Beibehalten aller Rechte, aber keine Pflichten übernehmen zu wollen, egal ob es um die Frage der Freizügigkeit geht oder auch finanzielle Beiträge, die dann zu leisten sind, das, meine Damen und Herren, kann nicht der richtige Weg sein. Das, glaube ich, könnte sogar der Anfang von weiteren Erosionen sein, ähnliche Entscheidungen anderer Länder in Gang setzen, wenn wir eine derartige Rosinenpickerei zulassen würden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das würde das gemeinsame Europa gefährden. Aber es muss auch darum gehen, zügig zu verhandeln. Verstehen Sie mich nicht miss, es kommt nicht auf eine Woche oder einen Monat mehr oder weniger an, aber ich glaube, dass klar sein muss, dass spätestens zur Europawahl 2019 dieser Prozess abgeschlossen sein muss. Meines Erachtens ist es schwer vorstellbar, bei absehbarem Austritt aus der Europäischen Union noch britische Abgeordnete zu wählen. Und gleichzeitig müssen auch wir als 27 Mitgliedstaaten, als Europäische Union nach dieser oder für die Zeit nach dieser Europawahl miteinander festlegen, wie wir die Neuaufteilung der Sitze im Europäischen Parlament regeln. Oder, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich stelle einmal die Frage, vielleicht einfach das Europäische Parlament verkleinern, wie wir die Neuaufteilung der Einzahlungen in den europäischen Haushalt regeln. Und es gibt ja schon genug Leute, die ausrechnen, wie nach dem Austritt
des Nettozahlers Großbritannien sich der Anteil der Deutschen am europäischen Haushalt zu erhöhen habe, um diesen Betrag der Briten auszugleichen. Ich stelle einmal die Frage in den Raum, ist es denn nicht denkbar, dass wir diesen Betrag schlicht einsparen? Etwas, das sich jedes Wirtschaftsunternehmen als Frage stellen müsste, wenn es nicht genug Investoren findet, dann eben im Hinblick auf die Ausgaben zu sparen. Aber bei all diesen Fragen, glaube ich, ist es insbesondere eine Frage, ob die Europäische Union in der Lage ist, genau all diese Fragen um den Austritt, die neuen Beziehungen zu Großbritannien, aber auch die Zukunft Europas konsequent zu verhandeln. Und das sage ich auch deswegen, weil es mir Sorge macht, dass die Bundesregierung, dass die Große Koalition in Berlin, deren Gewicht ja jetzt gestiegen ist in der Diskussion der 27, keine gemeinsame Strategie hat, wie mit Inhalt oder Zeitplan des Ausscheidens von Großbritannien umzugehen ist, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Gabriel Schäuble, Merkel, ein vielstimmiger Chor statt verantwortungsvolle Führung in Europa. Und von der SPD, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, von Gabriel überhaupt nicht verstanden, dass es jetzt nicht um einen Aufgalopp für die Bundestagswahl geht, nach dem Motto, wer verspricht mehr Geld, mit dem alten Rezept noch mehr Schulden, um noch mehr Geld zu verteilen, neue Zuständigkeiten in der Sozialpolitik zu schaffen. Mit Verlaub, wer die Diskussion in Großbritannien verfolgt hat und in vielen anderen Mitgliedstaaten auch, das war doch die Frage, die bei den Briten Skepsis hervorgerufen hat. Immer mehr Ausgaben in immer mehr Bereichen, die eben nicht zu den Kernpunkten der Europäischen Union gehören. Das ist es doch, was auch in anderen Ländern Populisten und Nationalisten auf den Plan ruft, ihnen in die Hände spielt. Und sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist die eigentliche Gefahr für die Zukunft Europas, dass wir dann solchen Populisten und Nationalisten in die Hände spielen und damit die Zukunft Europas gefährden. Aber lassen Sie mich, auch weil die Debatte heute vom Titel der Regierungserklärung so angelegt ist, insbesondere auf die Auswirkungen, Herausforderungen und Chancen für unser Bundesland Hessen kommen. Und Herr Ministerpräsident, ich sage ausdrücklich dazu, dass es mir ausgesprochen gut gefallen hat, wenn Sie hier für die Landesregierung erklärt haben, es ginge darum, Zukunft zu gestalten und das heißt, Risiken erkennen, Chancen wahrnehmen, Herausforderungen meistern. Das unterschreiben wir sofort. Und wir finden auch richtig, dass Sie sich mit dem Finanzmarktkabinett, einer Erfindung aus früherer gemeinsamer Zeit, entsprechend engagieren. Wir glauben, dass es richtig ist, Engagement auch im Hinblick auf Standortwerbung vor Ort in Großbritannien und darüber hinaus zu betreiben. Allein Ihre Ausführungen heute und auch die Ausführungen gestern, nicht nur von Ihnen, sondern insbesondere des Wirtschaftsministers, lassen bei uns Zweifel aufkommen, ob Sie bzw. Ihre Landesregierung da wirklich den vollen Überblick haben. Ja, es ist richtig, zügig Gespräche zu führen. Ja, es ist gut, dass Sie schon in Brüssel waren anlässlich Ihres Jahresempfangs, dass weitere Touren nach London und Brüssel und darüber hinaus geplant sind. Ja, es ist richtig, die Agenturen für die Europäische Finanzaufsicht und die Arzneimittelagentur nach Möglichkeit nach Frankfurt zu holen, auch den Zwischenruf aus Bayern vom Kollegen Söder kann man da, glaube ich, nicht wirklich ernst nehmen, also sagen wir mal so mit Blick auf den Börsenstandort. Und ich finde es toll, wenn Sie es als stellvertretender Bundesvorsitzender erreicht haben, dass auch die Bundesregierung uns hier den Rücken stärkt. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass die Große Koalition nicht wirklich weiß, dass der Finanz- und Börsenstandort Deutschlands und Kontinentaleuropas in Frankfurt und damit in Deutschland liegt. Aber das kann man ja dann noch verstärken. Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen sind doch viel größer. Insbesondere dann, wenn wir die Risiken richtig managen wollen, um daraus die Chancen zu Erfolgen zu machen. Und da bin ich
gestern über ein Zitat des grünen Wirtschaftsministers Al-Wazir gestolpert, das mich nahezu fassungslos hat dastehen lassen. Er hat nämlich gesagt, es ginge jetzt prioritär erstmal darum, als allererstes hessische Unternehmen in Großbritannien und britische Unternehmen in Hessen anzusprechen. Mit Verlaub, das sind die beiden Gruppen, um die wir uns wahrscheinlich am wenigsten Sorgen machen müssen. Diese Unternehmen, Herr Kollege Boddenberg, und vielleicht erklären Sie das dem Wirtschaftsminister noch einmal, diese Unternehmen kennen ja die Vorteile des Standorts Hessen. Diese Unternehmen können sich locker auf den hessischen Standort zurückziehen, beziehungsweise sind ja schon da und werden sicherlich jetzt nicht nach Großbritannien abwandern. Hier solche Prioritäten zu setzen bei dem, was sich jetzt tut und was jetzt zu tun ist, stellt meines Erachtens eine ganze Unfähigkeit unter Beweis, eben kein Wirtschaftsminister, sondern ein Anti-Wirtschaftsminister. Denn es geht doch eindeutig um zwei ganz andere Gruppen, die jetzt in den Blick zu nehmen sind. Hessische Unternehmen, die von Hessen aus in den britischen Markt exportieren und jetzt Probleme bekommen. Und internationale Unternehmen oder auch deutsche, eben nicht hessische Unternehmen, die in Großbritannien sitzen, aber für den hessischen Standort geworben werden könnten. Und da komme ich auf ein Beispiel zurück, das jetzt hier schon einmal kurz von Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel genannt worden ist, das Beispiel Opel. Also ein klassisches hessisches Unternehmen mit einer amerikanischen Mutter in Detroit, britischer Absatzmarkt größer in der Bedeutung als der deutsche Markt, die jetzt anlässlich der erwarteten Konjunktureinbußen und insbesondere des Absturzes des Pfunds sich die große Frage stellen, ob sie noch die schwarze Null erreichen werden, die mit der Muttergesellschaft in den USA ausgemacht ist für dieses Jahr und ob die amerikanische Mutter so viel Geduld hat und wie lange die amerikanische Mutter Geduld hat, wenn dies nicht geschieht, im Hinblick auf eventuelle Standortentscheidungen. Mich würde interessieren, Herr Ministerpräsident oder auch Herr Wirtschaftsminister, welche Gespräche führen Sie hier in Rüsselsheim oder auch in Detroit, aber insgesamt auch im Hinblick auf hessische Unternehmen, die stark vom britischen Markt als Handelspartner abhängen, denn hier sind aktuell Arbeitsplätze in Hessen in Gefahr. Und zu der zweiten Gruppe, also Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, die den hessischen Markt als neuen Standort, als neue Alternative präsentiert bekommen müssen, da fällt es auf, dass hier überhaupt nicht die Rede ist von Amerikanern, Japanern, Chinesen oder auch sonstigen deutschen, nicht hessischen Unternehmen, insbesondere auch aus dem industriellen Bereich, wenn es bei ihnen um Standortwerbung geht. Düsseldorf hat längst Gespräche mit den Asiaten in Großbritannien aufgenommen, insbesondere den Japanern, und der hessische Wirtschaftsminister will hessische Unternehmen zurück nach Hessen holen. Wenn es nicht so traurig wäre, ich könnte lachen. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Herr Al-Wazir, um welche Unternehmen Sie sich kümmern können. Das Beispiel Siemens, international aufgestelltes Unternehmen, mit dem Sie sogar Deutsch sprechen können. Haben Sie nicht mitbekommen, dass dieses Unternehmen seine geplanten Investitionen am britischen Standort in ein großes Rotorenwerk gestoppt hat, um ob der Unsicherheiten? Oder haben Sie etwa Probleme mit der Produktion von Rotoren für Windräder in Hessen? Ich kann es mir kaum vorstellen. Sie pflastern doch gerne alles zu. Hauptsache, es ist ein Windrad. Warum kümmern Sie sich nicht um solche Standortangebote? Und mit Verlaub, das wäre auch was für den nordhessischen oder den mittelhessischen Raum. Das ist hier ja überhaupt nicht angesprochen worden. Es ging die ganze Zeit nur um Frankfurt, das Rhein-Main-Gebiet und die Finanzbranche. Nun habe ich als Frankfurterin weder mit dem Standort Frankfurt noch mit der Finanzbranche irgendwelche Probleme. Aber ich glaube, einen Wirtschaftsminister und auch einen Ministerpräsidenten darf das produzierende Gewerbe, darf eine Industriestrategie für den hessischen Standort auch über das Rhein-Main-Gebiet hinaus nicht kalt lassen und nicht aus den Augen verlieren. Und mit Verlaub, ich werde dann hellhörig,
wenn ich die Aussage des Geschäftsführers der Hessischen Wirtschaftsförderung, die HTAI, höre, der frank und frei zugibt, dass die Standortwerbung nach der Entscheidung zum Brexit an die Wirtschaftsförderung Rhein-Main abgegeben worden sei. Da stelle ich mir die Frage, ob möglicherweise den Beamten im Ministerium und in der HTAI schlicht der Einblick fehlt in die realen Wirtschaftsabläufe in unserem Land und in die Ideen, die man haben muss, um Realwirtschaft an diesen Standort zu ziehen. Aber kommen wir mal auf das Rhein-Main-Gebiet, kommen wir auf Frankfurt und die Finanzbranche zurück. Man muss dabei unweigerlich über die Aussage des Ministerpräsidenten vorhin in seinen Ausführungen stolpern, wenn er sagt, es gehe nicht um die vielgescholtenen Banker, sondern um eine Stärkung, die die internationale Sichtbarkeit erhöhe. Ich muss gestehen, ich bin schon gestern Nacht darüber gestolpert, als wir das nachlesen durften, und ich weiß immer noch nicht, wie diese Stärkung ohne die von Ihnen so schmählich bezeichneten Banker in den Banken, Finanzinstituten gelingen sollen. Das ist mir schlicht ein Rätsel. Und ich frage mich vielmehr, ob das möglicherweise ein Zugeständnis ist an den Koalitionspartner, der mit der Frage von Kapital und Finanzmarkt ja immer so seine Schwierigkeiten hat. Der Wirtschaftsminister fremdelt nach wie vor. Und Sie offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen haben, dass Paris, einer unserer größten Konkurrenten, bereits große Pakete mit Steuererleichterungen schnürt, um attraktiv für die Finanzbranche, die eventuell aus der Londoner City abwandert, zu sein. Da vermisse ich ehrlich gesagt konkrete Angaben, wie sie denn um Ansiedelung hier am Standort Rhein-Main werben wollen. Insbesondere die Frage der Zukunft der Frankfurter Börse dürfte hier von Interesse sein. Und dabei gibt es sicherlich, ich sage mal jetzt, nachdem ich die Ausführungen des Kollegen van Ooyen gehört habe, fast keinen hier im Raum und auch fast keinen in Hessen, der nicht wüsste, dass eine größere, dass eine stärkere Börse Vorteile hat für den Standort, für die Finanzbranche, für Anleger, für die Realwirtschaft. Die Frage, wie interessant der vorliegende Deal ist, und Herr Kengeter hat ja nun für die deutsche Börse ein bisschen nachbessern müssen gestern Abend, weil der Zuspruch an Zustimmung nicht ganz so überzeugend ausfällt, wie er das im Vorhinein geglaubt und auch verkündet hat. Aber das zeigt ja, dass möglicherweise ein anderer Deal im Hinblick auf Euronext zum Beispiel für den Standort interessanter sein könnte. Festhalten muss man sicherlich, dass, wenn mit den Worten Theresa May zu sprechen, Brexit Brexit ist, dann natürlich ein solch vereinbarter Deal, ich würde sagen, kaum oder gar nicht vorstellbar ist, ohne Veränderungen an dem, was bislang vorgelegt worden ist an Bedingungen, weil dies hier schlicht nicht berücksichtigt wird. Wie allerdings eventuell vorzunehmende Veränderungen aufgrund der Bindungswirkung des jetzigen Prozesses im laufenden Prozess und vor Ablauf der Bindungsfristen nächstes Jahr in irgendeiner Weise erreichbar wären, das bleibt momentan für den Standort völlig offen. Es ist völlig richtig, Herr Ministerpräsident, und auch Ihre Pflicht, die Pflicht vor allem des Wirtschaftsministers als Genehmigungsbehörde, ganz genau hinzuschauen, ob börsengesetzliche Genehmigungsfähigkeit vorliegt. Aber nachher wird es um die Gretchenfrage gehen, ob es vorstellbar ist, dass eine deutsche Börse von außerhalb nicht nur des Euro, sondern auch des EU-Raums gesteuert werden kann. Und das zu sehen, stellt sich natürlich insbesondere für die jetzt in ihrer Entscheidungsfrist verlängerten Aktionäre die Frage, ob
das Angebot trägt, das Ihnen auf dem Tisch liegt. Aber ich frage mich bei Ihren Ausführungen, wenn man ganz genau hingeschaut hat, beziehungsweise hingehört hat, dann wird bei Ihnen ein klarer Unterschied gemacht zwischen dem Angebot an die Aktionäre und dem Antrag an die Genehmigungsbehörden. Und ich frage mich, warum Sie darauf so viel Wert legen, weil denklogischerweise angesichts der Bindungswirkung müsste das ja dasselbe sein. Und dieses Angebot, Herr Ministerpräsident, ist veröffentlicht. Wollen Sie uns wirklich weismachen, dass Sie es sich nicht schon angeschaut hätten? Das kann ich mir kaum vorstellen. Und von daher werden die Aktionäre in den nächsten Ihnen zur Verfügung stehenden Tagen entscheiden müssen, was Ihnen wichtiger ist, ein Sitz in Deutschland am Frankfurter Standort oder ein deutscher CEO. Ich sage mal aus meiner Sicht, ein deutscher Standort bleibt. Ein CEO geht irgendwann, möglicherweise auch schneller, als man das an der einen oder anderen Stelle erwarten mag. Vermisst habe ich aber insbesondere, Herr Ministerpräsident, auch ganz konkrete, grundsätzliche Standortfragen, deren Umsetzung nun weit konsequenter und zügiger angegangen werden muss, als das, was wir gestern wahrnehmen konnten. Ja, es ist völlig richtig, Ministerin Hinz hat den Wohnungsbau schon aufgegriffen. Inwiefern das ausreichend ist, vor allem wenn man keinerlei Anreize setzt für private Investoren, sondern dem sogar noch mit einer Mietpreisbremse oder auch dem Verhalten jetzt gerade der städtischen Wohnungswirtschaft, zum Beispiel in Frankfurt, entgegenwirkt, darf hinterfragt werden. Aber es geht ja um noch viel mehr Infrastrukturmaßnahmen. Kommen wir doch mal zu dem Flughafen. Die Briten, die letzte Woche in der Stadt waren, haben als erstes gefragt, wie es denn mit der Kapazität des Flughafens aussieht. Und diese Landesregierung diskutiert unter dem Begriff Lärmdeckel, ob sie denn die planfestgestellten 700.000 Flugbewegungen überhaupt noch in die Realität umsetzen lassen will. Mit Mühe und Not kriegen wir, Herr Kollege Boddenberg, nach langem Gezerre ein weiteres Terminal. Straßenbau, Herr Kollege Boddenberg, Straßenbau, Energiepreise, die Stabilität eines Energienetzes. Wie gesagt, es geht ja ein bisschen mehr als nur Finanzmarkt. Es geht auch um Industriepolitik. Kitas, Schulen, aber solche, die international aufgestellt sind. Oder auch englischsprachige Behörden. Die Verkürzung, die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, zum Beispiel bei Arbeitserlaubnissen für Briten, für Amerikaner, Asiaten. Wenn das so lange dauert wie tatsächlich momentan, na dann gute Nacht. Wir brauchen eine Lotsenstelle, die den ansiedlungswilligen Unternehmen, insbesondere ihren Arbeitnehmern und deren Familien, ein ganzes Paket zusammenschnürt, damit das Leben hier am Standort attraktiv ist, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und nachher glaube ich, und ich muss gestehen, da habe ich außer viele Fragezeichen, Herr Ministerpräsident, nicht ganz so viel Leidenschaft wahrgenommen, wie Sie das in den Worten versucht haben auszudrücken. Außerdem glaube ich, dass wir mindestens genauso engagiert für die Zukunft der Europäischen Union kämpfen müssen. Es ist bitter, ich habe es vorhin schon erwähnt, einen ordnungspolitischen Partner mit den Briten bei dieser weiteren Gestaltung der Europäischen Union verloren zu haben. Aber wir müssen doch wahrnehmen, und das wundert mich in der Debatte, so wie ich sie heute hier im Raum wahrgenommen gehört habe, müssen doch wahrnehmen, dass die Entfremdung der britischen Bevölkerung mit dem aktuellen Zustand der Europäischen Union, kommen Sie bitte zum Schluss, auch in anderen Mitgliedstaaten und auch bei uns vorhanden ist. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir grundsätzlich dieses europäische Haus sanieren, indem wir uns auf die großen Fragen konzentrieren, da auch Entscheidungsergebnisse herbeibringen und uns aus dem raushalten, wo regional, wo vielfältig entschieden werden kann. Und Frau Beer, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, in diesem Zusammenhang auch ein Votum der Hessischen Landesregierung
zur Zukunft vom Freihandel einzufordern. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie dies angesprochen haben. Aber ich frage mich, ob Sie sich an die Spitze der Bewegung setzen, wenn es darum geht, CETA und TTIP durchzusetzen. Dürfen Sie das mit diesem Koalitionspartner oder wird Ihnen abverlangt, auszutreten, so wie das auf Bundesebene heute von den Grünen gefordert ist? Ich glaube, das wäre für die Zukunft Europas ähnlich gefährlich wie der Austritt aus der Europäischen Union für die Briten. Und dies gilt es gerade für das Exportland Hessen zu verhindern. Herzlichen Dank. Danke, Frau Beer.